Herzlich willkommen bei unserem Skillbyte-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder zuhört. Und heute ist die zweite Ausgabe. Und ich sitze heute hier wieder mit Masia und wir sprechen über das Thema DevOps. Und wenn euch der letzte Podcast gefallen hat, dann, das ist ganz wichtig für uns, gebt uns gerne dort eine positive Bewertung, also bei dieser iTunes, Soundcloud oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Weil dann wissen wir, welche Themen euch interessieren und welche Themen wir noch genauer besprechen können. Wenn ihr Leserfragen habt, schreibt uns gerne eure Frage per E-Mail an podcast@skillbyte.de und die Leserfragen, die zu den Themen oder die spannendsten Leserfragen zu den Themen, die beantworten wir dann jeweils im nächsten Podcast. Wie gesagt, heute wird das Thema DevOps sein und ich bin wieder hier mit Masia. Hallo Masia, wunderbar, dass du, Hallo, Maurice. Dass du wieder Zeit gefunden hast und dass wir über das Thema DevOps sprechen können. Du hast ja dich in den letzten Jahren intensiv damit befasst und auch wie im letzten Podcast würde ich gerne damit beginnen, dass wir kurz definieren, was DevOps aus deiner Sicht bedeutet, weil es auch eine hohe Buzzword-Dichte sich in diesem Kontext bewegt. Ja. Also im Grunde, der Name sagt es eigentlich schon sehr eindeutig. DevOps setzt sich zusammen aus den Begriffen Developer und Operations. Klassischerweise hast du in der Softwareentwicklung, wenn du eine Software entwickelst und es später betreiben willst, hast du zwei Rollen in diesem System. Das eine ist die eine Rolle ist der Entwickler oder die Entwickler, die Software erstellen. Und die zweite Rolle ist das Operations, was also dafür sorgt, dass die Software auch läuft. Das heißt, Server aufsetzen, also eigentlich noch vorher, es fängt bei der Kapazitätsplanung an, man setzt sich zusammen und überlegt, okay, wie viele User wollen wir damit handeln, welche Anforderungen haben wir an die Software Richtung Hardware und Betrieb und dann fängt man an auszurechnen, welche Server man bestellen muss, dann geht das los, dann geht es in die Bestellung rein, dann dauert es Wochen, bis die Maschinen da sind, dann müssen die Administratoren sich hinsetzen, da entsprechend alle Pakete drauf installieren und dann die Software darauf zu installieren, bis so eine Software laufen kann. Meistens, wie schon gesagt, zwischen Wochen und Monaten. Und DevOps ist im Prinzip so eine Zwitterrolle, das heißt einer, der sich in beiden Welten zurechtfindet. Und es ist aber nicht nur sich mit Softwareentwicklung und Operations auskennen. Der DevOps-Begriff an sich beinhaltet eigentlich noch viel mehr. Da sprechen wir über Docker-Technologien, über Cluster-Technologien, CI/CD und so weiter, was diese Rolle alles beinhaltet. Da können wir aber gleich drüber sprechen. Aber grundsätzlich die Definition DevOps, Developer und Operations. Das ist ja eine ganz spannende Entwicklung hin, dass man diese klassische Trennung zwischen Softwareentwicklung und Systembetrieb oder Systemadministration, die es ja seit, ich weiß nicht, den 80ern, 70ern gibt, dass man die quasi zusammenführt und sagt, okay, im Praxisbetrieb haben wir festgestellt, es gibt Probleme, wenn zwei unterschiedliche Personen oder zwei unterschiedliche Gewerke sich um diese Themen kümmern. Also die Entwickler entwickeln und die Systemadministratoren betreiben. Da gibt es ja dann klassischerweise Reibungspunkte, weil jede Gruppe nur ihr eigenes Ziel in den Augen hat. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, der Entwickler möchte natürlich neue Funktionen entwickeln, die Software verbessern und hat natürlich auch den Druck seitens des Kunden, hier in der Bringschuld neue Features zu liefern. Und der Systemadministrator sagt, eigentlich würde ich das am liebsten so stabil wie möglich halten und jedes neue Feature bedroht mein bisher stabiles System sozusagen. Absolut, genau so ist es. Ein weiteres Problem ist zum Beispiel, wenn mal Fehler auftreten und der Admin sagt hier, die Software läuft nicht, ne, da gibt es Probleme, sagt der Entwickler klassischerweise, bei mir läuft's. Ne, das heißt, diese Parität der Umgebungen, angefangen von der Entwicklermaschine über, ich sag mal, Testumgebungen, Staging-Umgebungen, Abnahmeumgebungen und Produktion, sind so unterschiedlich, die sich mit der Zeit auch auseinanderentwickeln. Zum Beispiel früher, also nicht nur früher, auch heute, ich erlebe es oft genug, dass ich sag mal, Softwarepakete erstellt werden und man braucht, ich sag mal, weitere Bibliotheken, die auf den Servern vorhanden sein müssen, damit die Software zum Beispiel laufen kann.
Und die Administratoren müssen dann hingehen, diese Dinge installieren und denk weiter an Patches, Betriebssystem-Patches und so weiter. Ein Admin hat heute so viele Aufgaben und so viel zu tun, dass er meistens nicht hinterherkommt, all diese Maschinen und Umgebungen synchron zu halten. Und das ist, ich sag mal, das bekannte Problem oder Phänomen der Snowflake-Server, sprich die Maschinen entwickeln ein Eigenleben und laufen auseinander. Ne, das heißt, bei dem einen stelle ich einen Patch ein, bei dem anderen nicht. Und ja, das sind halt all diese Probleme, die so eine DevOps-Kultur versucht einzufangen. Jetzt haben wir diese beiden Problemfelder angesprochen, Softwareentwicklung und Systemadministration. Jetzt hat man gesagt, okay, der Entwickler, der sagt, läuft aber bei mir, ne, works on my machine, der hat ja unter Umständen auf seiner Maschine gar nicht, wenn er Enterprise-Software entwickelt, das gleiche, Richtig. die gleichen Anforderungen, die Exakt. eine Anwendung hat im produktiven Betrieb. Der Entwickler ist als Single-User auf seinem Rechner unterwegs und die Anwendung im Systembetrieb hat ja unter Umständen hunderte gleichzeitige Benutzer, die man lokal so gar nicht, die alle unterschiedliche Dinge tun und das kann man lokal ja gar nicht so schön simulieren. Ja, Und exakt. jetzt ist der Bedarf dahin gegangen, dass man gesagt hat, okay, diese Entwickler und diese Systemadministratorenrolle, die möchte man zusammenfassen, also die Developer und die Operationsrolle zu DevOps. Und das bedingt ja eine ganze Reihe von Paradigmenänderungen. Einige hast du eben schon angesprochen, aber was ist denn so für dich das Maßgebliche oder der große Unterschied zwischen einem Ja. DevOps-Betrieb und einem klassischen Betrieb? Also man ist nicht hingegangen und hat gesagt, wir brauchen diese Rolle und schneiden die Tools drumherum, die wir dazu brauchen, sondern es ist genau andersrum passiert. Es entstanden neue Technologien, die überhaupt so eine Rolle möglich oder sogar notwendig gemacht haben. Ganz vorne dabei, die wichtigste Technologie ist Docker. Docker ist im Prinzip eine Technologie, die hilft, Prozesse auf Unix-Maschinen zu isolieren. Du kannst Software nun mit dieser Technologie so paketieren, dass du nicht nur deine eigenen Anwendungsartefakte, wie zum Beispiel deinen kompilierten Code oder Java-Bytecode hast, sondern du hast auch alle damit zusammenhängenden Abhängigkeiten in einem Paket, inklusive des Betriebssystems. Das heißt, du kannst dein Paket komplett schnüren und dieses Docker-Image ist lauffähig. Du kannst es instanzieren und zum Laufen bringen. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, wo dieses Image läuft. Ob es bei dir auf dem Rechner läuft, in der Produktionsumgebung, in der Staging-Umgebung läuft, weil es ja die kompletten Abhängigkeiten, Third-Party-Libraries und drin schon hat. Deswegen verhält es sich überall gleich. Das ist diese Parität ist jetzt aufgehoben zwischen Entwicklungsumgebung und Produktion. Das heißt, der Entwickler kann nicht mehr sagen, bei mir läuft es und in der Produktion nicht, weil es ist immer das gleiche Image oder dieselben Abhängigkeiten und dieselbe Instanz. Das heißt, du paketierst, wenn du es anders ausgedrückt, so kleine Server, die für sich lauffähig sind und das wird nur noch hin und her geschoben. Im Prinzip Und ist das dieses, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber im ja, Prinzip ist nein, das nein. dieses Modell der virtuellen Maschine oder der VM auf Anwendungsebene heruntergebrochen. Du hast nicht mehr eine eigene Genau. virtuelle Maschine, sondern du hast eine virtuelle Anwendung, die mit allen Abhängigkeiten sicher neben anderen Anwendungen auf der gleichen Maschine betrieben werden kann. Richtig. Wobei Docker jetzt keine Virtualisierungstechnologie ist, sondern eine Isolationstechnologie. Ne? Das heißt, diese Anwendungen, die nebeneinander und mit zum Beispiel verschiedenen Versionen einer Bibliothek jeweils arbeiten, die können ganz safe auf einer Maschine zusammenlaufen, weil sie so voneinander isoliert sind. Und es passiert dann auch nicht mehr. Also ein Paradigma bei Docker zum Beispiel ist auch, dass keiner mehr, das kennt jeder von uns, der in der Softwareentwicklung drin ist. Oh, da ist jetzt ein Problem. Ich fixe das mal schnell auf dem Server. Lieber Admin, spiel das mal bitte schnell auf dem Server ein, damit das wieder laufen kann. Also dieses Paradigma gibt es bei Docker nicht mehr. Diese Images sind, diese kleinen, wie du es so schön genannt hast, virtuellen Maschinen, sind immutable, das heißt nicht veränderbar. Wenn ich ein Fix einspielen will, dann schmeiße ich dieses ganze Image weg, baue ein neues und deploy dieses neue. Das heißt, ich habe gar nicht das Problem, dass die Server auseinanderlaufen können, dass ich auf der Produktion was anderes eingespielt habe, als zum Beispiel im Staging. Und das ist ein Riesenvorteil. Und du hast auch
Du hast dadurch ja eine erzwungene Versionierung, sag ich mal. Wenn das neue Image dann nicht funktioniert oder sich im Richtig. Alltag nicht bewährt, dann kann ich notfalls auf das alte Image vom Vortag zurückgreifen und sagen, oh, da müssen wir noch mal ran. Ja, exakt. Ne? Und der Vorteil halt von, also dieser kleine Paradigmenwechsel hat eine Lawine losgetreten, weil plötzlich kannst du das Ding auch komplett automatisieren. Das heißt, den Bau von Images, also ich sag mal, deine Java-Applikation zu bauen und ein Image zu packen, lässt sich plötzlich automatisieren, weil die ganze Konfiguration und das Bauen, diese Instruktionen dafür, werden in Dateien abgelegt. Und das ist auch ein ganz wichtiges Paradigma beim DevOps, dass sämtliche Funktionen in Dateien abgelegt werden, also Konfiguration, und diese können exekutiert werden auf der Kommandozeile. Damit lassen sich natürlich viele Dinge automatisieren. Und automatisieren bedeutet weniger fehleranfällig, automatisieren bedeutet Skalierbarkeit. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob das Image auf einem, zwei, drei oder 500 Servern ausgerollt wird. Ja, es verhält sich überall gleich und ich kann es automatisieren. Und das ist der große Vorteil. Dass man im Prinzip die Provisionierung der Maschine beschreibt man oder der Anwendung beschreibt man ja in diesem Docker-File selber drin. Also Richtig, was ja. sind die Abhängigkeiten? Und dadurch, dass man es Genau. beschreibt, was der Systemadmin vielleicht vorher wusste und sagt, okay, ich installiere mal Linux, Ja, ich genau. installiere mal Java, ich installiere mal die Kerberos-Bibliothek, so, und dann läuft das. Richtig. Und das wird alles sozusagen in Textdateien, also in diesen YAML-Files Ja. festgehalten. Und ist dann nicht, ist dann statt implizitem Wissen, ist das dann explizit verfügbar in diesen Dateien. Und diese Dateien können natürlich wieder Richtig. versioniert werden oder eben beliebig rumkopiert werden, ja. Genau. Und das Docker hat aber noch was anderes losgetreten. Nämlich sagte, das ist wie eine Lawine. Man hat bei der Softwareentwicklung bis jetzt immer das große Problem gehabt, gerade bei komplexen Installationen und Softwaresystemen, dass man einen großen Monolithen gebaut hat. Das heißt, ein großes Stück Software, wo Teams von 20, 30 Mann dran gearbeitet haben. Und das macht die Sache sehr schwierig als Beispiel zu integrieren. Sprich, wenn ein kleines Team an einem bestimmten Feature baut, dann haben die einen eigenen Branch, also im Prinzip eine Version der Software, an der sie gerade arbeiten, und andere Teams arbeiten an anderen Stellen. Diesen Code wieder zusammenzuführen, das hat immer zu Problemen geführt, gerade wenn neue Releases anstanden. In großen Unternehmen kennt man das heute noch. Es gibt Release-Zyklen von bis zu einem Jahr. Das heißt, bevor die neue Version oder Wow. ein neues Feature live geht, dauert das bis zu einem Jahr. Das muss alles vorher geplant werden. Und dieses ganze DevOps-Movement sagt, hey, wir wollen weg von diesen, ich sag mal, Big Bang Releases, wo man die Finger gekreuzt hat, wenn die Software live gegangen ist, damit bloß keine Fehler auftreten. Das wollen wir runterbrechen auf mehrmals am Tag. Das ist die Königsdisziplin. Das hilft, dass die Entwickler Vertrauen in die Software gewinnen, in ihren eigenen Code gewinnen, weil es mehrmals am Tag gebaut wird, getestet wird. Und somit ist es dann auch kein Problem, mehrmals am Tag live zu gehen. Das heißt, ich bin viel flexibler. Ich kann kleinere Features einbauen, die ich auch vertesten kann mit dem Kunden. Ich kann sehen, hey, wird das Feature überhaupt angenommen oder nicht? Wenn nicht, schmeiße ich es weg, indem ich einfach ein neues Image deploye. Und die Kunden merken noch nicht mal, dass eine neue Software eingespielt wird, weil jetzt kommen wir wiederum zu dem nächsten Schritt der Lawine, nämlich die Orchestrierung, das in Produktion bringen dieser Images. Da kann ich in einem Atemzug das Thema Kubernetes oder OpenShift nennen, was nichts anderes ist, als so ein Image, das ich irgendwo gebaut habe, in Produktion zu bringen und zu betreiben. Diese Automatismen, du hast es eben sehr schön gesagt, ich versuche, das implizite Wissen von verschiedenen Admins in Dateien zu packen, so dass ich es explizit habe, versioniert habe, replizierbar habe. Das hilft mir durch so einen Automatismus wie Kubernetes Cluster oder OpenShift Cluster, diese Software zu betreiben, zu skalieren. Wenn ich zum Beispiel merke, hey, die Software kommt gut an, von 1000 Usern am Tag habe ich jetzt 10.000 User am Tag. Was wäre früher passiert? Oh, okay, wir brauchen neue Server. Bestell die mal wieder und stell die mal live. Das ist heute passé. Du kannst auf Knopfdruck, kannst du diese Images von 3 auf 100 Instanzen hochschrauben, wenn du willst, und somit viel mehr User abhandeln,
Als gestern. Das geht instant, wenn du so willst, gerade im Zusammenspiel mit Cloud-Lösungen wie jetzt AWS oder Azure. Okay, ich sehe. Das heißt, um nochmal so den großen Bogen zu zeichnen, durch diese Verschiebung der Verantwortlichkeiten von dem Entwickler etwas mehr in, man sagt nicht nur, okay, du entwickelst die Software, sondern du baust quasi kleine Pakete, die dann auch genauso betrieben werden können, ist ja diese ganze Softwarelandschaft erst entstanden, dass man gesagt hat, okay, jetzt, das heißt, die ganze Maschinenprovisionierung wird auch entwickelt und in Dockerfiles ausgelagert. Und du hast es eben schon angesprochen mit den Monolithen. Diese Monolithen werden ja, oder dieser Trend lässt sich ja etwa seit den 2000er Jahren erkennen, in viele kleine Anwendungen zerlegt, also in die sogenannten Microservice. Und jetzt kommt sozusagen alles zusammen und geht auf, dass man sagt, okay, ich kann einerseits diese kleinen Microservices super gut in einzelne Container verpacken, die sind sicher voneinander getrennt, die können über das Netzwerk miteinander kommunizieren, die können auf meinem lokalen Developer-Rechner gestartet werden, die können auf einem Server im Rechenzentrum gestartet werden, können auf einem Cloud-Server gestartet werden. Es ist eigentlich auch egal, ob das Amazon oder Azure oder ein anderer Hersteller ist. Das heißt, ich habe auch hier, laufe nicht Gefahr, in ein Vendor-Login zu laufen, sondern kann es quasi überall betreiben, was natürlich aus Richtig, ja. Firmensicht sehr schön ist. Und zusätzlich, weil ich jetzt so kleinschrittig iterativ vorgehe, habe ich noch die Möglichkeit, diese, ich nenne es mal Features to Market oder Code to Market Zeit drastisch zu reduzieren, weil ich sage, jetzt habe ich eh die ganze Strecke durchautomatisiert und ob ich jetzt ein Release mache am Tag oder 20, das kann quasi die Software selber entscheiden. Wichtig ist nur, dass ich überall diese Barrieren einziehe, diese Qualitätskontrolle, die, dass der neue Code, der täglich hinzugeht, hinzukommt, eben entsprechend kontrolliert und auf Lauffähigkeit getestet wird und dann sich am nächsten Tag auch direkt im Einsatz bewähren kann. Also, dass man die Features von der Planung bis hin zum Ausrollen, dass der Endkunde, der draußen diese Anwendung nutzt, dass dieser Zeitraum deutlich, deutlich reduziert wird. Genau darum geht es, weil es geht nicht mehr. Ich kann mir das heute als Unternehmen nicht mehr leisten, ein Jahr lang auf neue Features zu warten. Der Markt ist so schnelllebig, ich muss Dinge schnell ausprobieren können. Ich kann mich, früher haben sich die Unternehmen eingeschlossen, haben sich Features ausgedacht, monatelang und geplant und Excel-Tabellen und PowerPoints. Das spielt alles keine Rolle, weil der Kunde entscheidet am Ende, ist das ein Feature, was ich will oder nicht. Und das kann ich nur herausfinden, wenn ich das schnell vertesten kann. Und das wird mit dieser Technologie, Docker, Microservices, Kubernetes, Schrägstrich OpenShift, erst möglich. Und das ist der ganze Zauber da dran. Im Enterprise-Kontext sicher möglich. Das ist ja das ganz Wichtige, Sicher möglich, genau. dass man sofort zurückrollen kann auf alte Versionen und nicht, ich sag mal, händisch der Administrator hektische zwei Dateien wieder zurückkopiert. Oder ja, das ist ja in vielen Unternehmen gang und gäbe, dass das so gemacht wird noch, ja. Das ist noch viel smarter. Also wenn du so ein, ich sag mal, nehmen wir als Beispiel Kubernetes, das gleiche gilt für OpenShift. Wenn ich ein Kubernetes-Cluster laufen habe, dann kann ich unterschiedliche Deployment-Strategien verfolgen. Ich kann sagen, pass auf, ich habe einen neuen Release und fahre mir bitte dieses neue Release im Cluster hoch. Lass aber das alte Release bitte noch weiterlaufen und route den Traffic immer noch auf das alte Release. Und erst wenn die neue Software quasi am Start ist und ich getestet habe mit bestimmten Health-Checks und sage, das neue Release ist jetzt funktionierend, dann kann der Traffic umgeschaltet werden auf das neue Release. Sprich, ich habe keine Downtimes. Keiner muss sich mal am Wochenende hinsetzen, zwischen 3 und 4 Uhr morgens die Releases machen. Habe ich alles schon miterlebt, ja. Das nennt sich ein Blue-Green Deployment. Es gibt noch eine andere Strategie, wie zum Beispiel Canary Deployments, wo ein bestimmter Prozentsatz des Traffics, nehmen wir an 10% oder Genau, 5% oder ja. 2% nur auf das neue Release gehen. Das heißt, ich kann mit einigen wenigen Usern checken und testen, hey, verhält sich die Software so, wie es soll? Und erst wenn ich sicher bin, dass die Software auch so funktioniert, weil halt ein gewisser Anteil des Traffics da drauf geht, kann ich sagen, okay, jetzt schalte ich den Rest da drauf. Und wenn nicht, dann schalte ich die 2% wieder zurück auf das alte Release. Also all diese Möglichkeiten sind dann halt in so einem Cluster gegeben. Ja, stimmt, weil die
Die Anwendungskomponenten sind ja beschrieben und man kann dann einfach. Ja, Kubernetes sorgt einfach selber mit bestimmten Mechanismen dafür, dass der Traffic auf bestimmte Docker-Instanzen läuft. Ne? Was das auch noch mit sich bringt, ist im Prinzip gibt es diese ganzen Failover-Mechanismen, was ich vorher in der alten Welt, sage ich mal, gebaut habe mit Heartbeat und virtuelle IP-Umzüge und. Das passiert heute alles automatisch im Cluster. Sobald das Cluster merkt, dass die Software nicht läuft, weil ein Docker-Container nicht so funktioniert, dann fährt er den auf der anderen Instanz wieder hoch. Das heißt, das System heilt sich von alleine. Das heißt, diese Technologien wie Kubernetes und OpenShift, die sind sozusagen der Herr über diese Containerlandschaft und ziehen kontinuierlich Messdaten ab oder Metriken ab und gucken, Genau, exakt. wie geht es jedem einzelnen Container. Hier ist die Antwortzeit relativ hoch oder wenn eine Ja. Maschine komplett ausfällt, dass man sagt, okay, hier die Port 31 antwortet nicht mehr. Was ist da denn los? Ich starte ihn einfach mal neu auf einer anderen Ja. Maschine. Vielleicht gibt es da ein Problem. Und Kubernetes und OpenShift sind ja, also ich kann die gar nicht so klar voneinander abgrenzen. Vielleicht kannst du mir da helfen. Ja. Kubernetes steuert ja die Dienste sozusagen auf so einer eher niedrigen technischen Ebene und OpenShift ist von ehemals Red Hat, jetzt IBM, das Produkt, um diese ganze DevOps-Architektur aufzusetzen im Unternehmenskontext. Vielleicht kannst du da noch mal genauer sagen, was die Ja. einzelnen Komponenten für Aufgaben übernehmen können. Also Kubernetes selber besteht aus mehreren einzelnen Komponenten, die das System es ermöglichen. Ich will jetzt gar nicht so auf diese einzelnen Komponenten eingehen, weil es vielleicht zu technisch wird. Aber Kubernetes ist ein Open-Source-Projekt und OpenShift ist ein Paid-Projekt von Red Hat. Aber OpenShift ist Kubernetes. Das heißt, OpenShift hat oder Red Hat hat Kubernetes genommen mit einer bestimmten Version und baut da drumherum ein paar Enterprise-Features. Zum Beispiel hat Kubernetes kein eigenes User-Management. Das hat OpenShift eingebaut. Das ist jetzt ein Feature. Es hat ein paar Sicherheitsmerkmale mehr als Kubernetes. Das Images funktionieren da auch ein bisschen anders. Also es gibt, die arbeiten in OpenShift nicht direkt mit Images, sondern mit sogenannten Image Streams. Das hat ein paar Vorteile, aber alles, was OpenShift baut oder das meiste, wandert auch wieder zurück, irgendwann in der späteren Version in Kubernetes. Also die geben auch Code wieder an das Upstream-Projekt ab. Aber es ist ein Kubernetes, was unter OpenShift werkelt. Wenn einer sich mit Kubernetes auskennt, kann er, ich sag mal, mit 1, 2 Wochen Ausbildung kennt er sich auch in OpenShift aus, weil es halt eine GUI hat, die sehr gut funktioniert. Kubernetes hat zwar auch ein Dashboard, aber das ist bei weitem nicht so ausgefeilt wie die OpenShift UI. Red Hat bezeichnet es selber als das Enterprise Kubernetes. Okay. Also Kubernetes ist ja Open Source und ich glaube ursprünglich von Google freigegeben. Und Richtig, als ja. Kernkomponente und Red Hat hat dann quasi daraus eine komplette Pipe oder ein komplettes Produkt gemacht mit all den Anforderungen, die eben im Unternehmenskontext auf so Exakt. eine Lösung dann ankommen, drauf zukommen. Ja, Ja. richtig. Bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass ich ein Kubernetes alleine auch nicht im Enterprise-Kontext laufen lassen kann. Also viele Unternehmen Ja. tun das. Es ist halt nur ein bisschen mehr Aufwand, Konfiguration und so weiter. Aber natürlich kann ich auch Kubernetes so betreiben, dass es im Enterprise-Kontext funktioniert. Genau, ist dann wahrscheinlich, muss man diese Services, also muss man entweder darauf verzichten, hier das User Management, oder man muss eben wieder mehr Manpower dagegen setzen, Genau. weil mehr Schritte händisch jetzt erfolgen müssen. Ja. Richtig, genau. Und um das initiale Thema, also DevOps, zurückzukommen, man merkt schon, dieses ganze Cluster-Management, Betreiben der Container innerhalb des Clusters, da merkt man schon, wie sich die Rollen anfangen zu vermischen. Weil nämlich zum Beispiel Infrastruktur, was früher der Operationsmann gemacht hat, jetzt auf einmal als Code vorliegt, nämlich in YAML-Dateien. Das heißt, ich kann Infrastruktur jetzt in Code ausdrücken, Stichwort Infrastructure as Code, IaaS, wird es plötzlich eine Entwicklersache, weil der Entwickler kann diese Dateien erstellen
und zur Ausführung bringen und schon hat er selber sich eine Infrastruktur gebastelt. Und das ist jetzt genau diese Mischrolle, nämlich DevOps, einer, der quasi sowohl entwickeln kann, als auch sich Infrastruktur aufbauen kann. Und die Admins, die Rolle der klassischen Administratoren ist jetzt mehr, ich sag mal, dieses Cluster am Laufen zu halten, weil die werden natürlich auch auf bestimmten Hardware-Maschinen laufen. Das Thema Backup, was passiert, wenn so ein Node ausfällt und so weiter. Also die Aufgabenbereiche, die Verantwortlichkeiten verschieben sich ein bisschen. Ich merke, dass in Unternehmen viele Admins oder klassische Admins so ein bisschen, ich sag mal, dieser ganzen Technologie negativ gegenüber eingestellt sind, weil sie meinen, dass das ihnen Aufgaben abnimmt, dass sie plötzlich nichts mehr zu tun haben. Im Gegenteil, es nimmt einfach wiederkehrende Aufgaben ab, sodass sich die Admins dann mehr Gedanken um andere Dinge machen können, die vielleicht wichtiger für das Business sind, als permanent zu gucken, hey, läuft der Server oder Ja, nicht. wahrscheinlich auch die Admins kümmern sich dann von der Hardware-Seite wirklich dann mehr um die Metallinfrastruktur, also Ja, wirklich um die genau. Server selber. Auf der anderen Seite, das ist so meine Erfahrung, bekommen sie natürlich dadurch, dass diese Docker-Container auch sehr viele Daten über sich selber preisgeben, wie ist meine Antwortzeit, wie viel Speicherbedarf habe ich, wie groß sind meine Volumes, bekommen sie sehr viele Metriken bereitgestellt zur Kontrolle für Absolut. die Anwendungsgesundheit, möchte ich mal sagen. Also so eine Ja, Art Health-Check, ja. dass man immer sehen kann, okay, wie geht es meiner Anwendung eigentlich? Sie läuft normalerweise auf 20 Knoten, heute läuft sie auf 60. Was ist denn da los? Oh, wir haben einen besonderen Ansturm, weil ein neues Produkt hat gelauncht oder sowas. Oh, und sich dann darauf eben zu konzentrieren, ne? Weil machen wir Ja. uns nichts vor, die natürlich können Nodes automatisch gestartet und gestoppt werden und die Infrastruktur skaliert, aber so ganz 100% vollautomatisch ist das nicht. Also da muss immer noch mal ein Mensch drauf gucken, um zu sehen, oh, hier läuft was aus dem Ruder oder ne, das ist ja auch alles immer in so ein Kostenapparat eingebettet. Man kauft dann Storage oder Festplatten für ein gewisses Szenario und irgendwann stellt man fest, oh, wir verbrauchen viel mehr Speicherplatz, als wir das eigentlich einkalkuliert haben. Da müssen wir mal neue Volumes, beschaffen. Na, also ohne menschliche Intelligenz geht es da nicht. Geht es natürlich nicht, immer noch nicht. Ne? Man muss auch bedenken, diese Landschaft ist extrem schnelllebig. Es entstehen tagtäglich neue Tools, verschiedene Frameworks, die alles immer ein Ticken leichter machen und so weiter und so fort. Also es ist auch eine Herausforderung für die Firmen, sich in diese Landschaften, diese verschiedenen, ich sag mal, Wust an Tools einzuarbeiten, auszukennen, hey, wie kombiniere ich was, um mein Ziel zu erreichen. Ich will dir ein Beispiel nennen. Wir haben früher, als ich in der Softwareentwicklung war, haben wir mit einem Enterprise Content Management System gearbeitet, Comedia, ein sehr großes, komplexes, mächtiges System. Viele, viele, viele Einzelkomponenten, die jeweils einen eigenen Server brauchten oder brauchen. Und das Aufsetzen eines solchen Systems für eine einzige Umgebung, wie Entwicklungsumgebung oder Staging-Umgebung hat Wochen gedauert. Und wir haben das jetzt so umgebaut mit zum Beispiel Terraform. Terraform ist ein Tool, um Infrastruktur automatisiert zu provisionieren. Damit kann man als Beispiel auf der Cloud-Umgebung AWS-Server-Infrastrukturen aufbauen, sie miteinander vernetzen, Firewalls davor bauen, alles per Code. Und mit so einer Skript, was wir geschrieben haben, waren wir in der Lage, binnen, ich sag mal, einer Minute so eine Infrastruktur aufzubauen, damit das Comedia überhaupt in der Lage ist, darauf zu laufen. Das heißt, alle notwendigen Server provisioniert, miteinander vernetzt und so weiter. Ein weiteres Skript, Ansible und Docker-Files und Kubernetes-Files, um die einzelnen Comedia-Komponenten zu deployen auf dieser Infrastruktur und sie miteinander zu koppeln, sodass sie miteinander reden können, funktionieren können. Das heißt, so eine komplette Umgebung binnen 5 Minuten aufgebaut im Vergleich zu Wochen vorher. Das ist gigantisch und das kann jedes Unternehmen schaffen, vorausgesetzt, sie wissen, welche Tools sie einsetzen, um was zu erreichen. Das heißt, auch für den Entwickler ist das super praktisch, wenn man sagen möchte, oh, ich möchte jetzt hier mal was ausprobieren. Wie verhält sich das denn in der Absolut. Comedia-Landschaft oder in dieser Ja. Infrastrukturlandschaft und fährt sich dann schnell selber einen eigenen Cluster hoch? Der kann auch on-premise sein, also im Unternehmen selber, wenn man da vielleicht sensible Daten hat oder auch in irgendwelchen
Cloud-Computing-Instanzen und man kann dann irgendwas ausprobieren. Also ich sehe das bei uns oft, dass die Data Engineers dann Maschinen hochfahren, Modelle auf CPUs, auf GPUs berechnen Ja. und dann wird die Maschine einfach wieder in den Winterschlaf versetzt, Weggeworfen. genau, weil nur das Teure oder das Aufwendige sind eben nur die Berechnungen, die auf den GPUs sehr schnell durchgeführt werden können. Und das ist viel praktischer, als wenn man sich da immer die Maschinen kauft und dann sich um die Treiberverwaltung und so weiter alles selber kümmern muss. Ja. Ja, ich meine, das hilft dir auch ohne eine Geld zu sparen. Also es gibt jetzt ein Projekt Jenkins X. Das ist eine Erweiterung von Jenkins. Jenkins werden die meisten kennen. Das ist ein CI/CD-Tool, um Software zu bauen und zu deployen. Das Jenkins X ist komplett gebaut für die Docker Kubernetes Cloud-Welt. Als Beispiel, wenn ich ein Entwickler ein Pull-Request stellt auf ein Feature-Branch, was er gerade offen hat, dann wird automatisch Jenkins X aktiv. Das instanziert hier eine neue Jenkins-Instanz innerhalb eines Kubernetes-Clusters, baut die Software, schmeißt die Jenkins-Instanz wieder weg, deployt die Instanz, die Software-Release in einem Feature-Branch in einen neuen Pod auf dem Kubernetes-Cluster. Das heißt, du kannst, wenn du dein Feature-Branch in Pull-Request stellst, dann kannst du 5 Minuten später, kann die Fachabteilung das Feature testen in einer separaten, abgeschotteten Umgebung. Alles automatisiert. Und überlegen mal, was das für ein manueller Aufwand ist, war und ist, sowas händisch zu tun. Naja, es wird einfach nicht gemacht. Also, Es wird nicht oder gemacht, du hast genau. halt diese Monster-Releases, die alle 3 Monate, alle 6 Monate, alle 12 Monate Ja. anstehen und wo ja vorher oft ein Crunch-Time durchgeführt wird und alle den Atem anhalten, wenn es wirklich released wird. Ja, und das ist ziemlich unangenehm und das möchte keiner und das möchte schon gar kein Unternehmen, was irgendwie einen planbaren Release-Zyklus haben möchte. Ja, das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar. Man muss dazu sagen, also es ist keine unkomplizierte Landschaft. Also auch die Entwickler stehen vor einem Paradigmenwechsel, weil du kannst deine Software nicht mehr so schreiben, wie du es gewohnt bist. Es gibt eine sogenannte Methodik, das nennt sich die 12-Faktor-Methodik. Also man kann das googeln, da steht sehr genau beschrieben, wie eine Software geschaffen sein muss, Best Practices, damit es in so einer, ich sag mal, Umgebung laufen kann, die, ich sag mal, flüchtig ist, weil ein Pod oder eine Instanz in einem Kubernetes-Cluster ist flüchtig. Der Cluster kann entscheiden, hey, dieser Node hat jetzt so viel Kapazitätsengpässe, ich muss den jetzt woanders hinziehen, die Software, damit es wieder vernünftig laufen kann. Das heißt, die Software wird auf der einen Seite abgeschaltet, auf der anderen Seite wieder hochgeschaltet. Und der Entwickler muss wissen, was das bedeutet für seine Software. Und zum Beispiel darf er keine Session vorhalten. Und muss dann halt anders programmieren. Das heißt, also auch der Entwickler steht vor neuen, ich sag mal, Herausforderungen. Aber wenn das gemeinsam sowohl von der Entwicklung als auch von der Operation-Seite gemeistert wird, eröffnen sich dem Unternehmen völlig neue Möglichkeiten. Also völlig neue Möglichkeiten in Bezug auf Geschwindigkeit der Entwicklung, Geschwindigkeit. Betriebssicherheit und auch Ja. Kosteneinsparungen, weil du hast es schon gesagt, ja, man muss es lernen. Also eine Weiterbildung ist sowohl von den Entwicklern erforderlich als auch von den Systemadministratoren. Wenn man es aber kann, kann man natürlich mit so einem Cluster sehr viele unterschiedliche Geschäftsfälle abdecken oder sehr viele Anwendungen darin betreiben und die Cluster-Ressourcen sehr flexibel einsetzen, die man jetzt bei starren Maschinen vielleicht nicht so Nicht hat. nicht hat. Oder auch wenn man, also viele Anwendungen haben ja auch zyklische Lastspitzen, ne? Wenn irgendwie da ein Sonderangebot vorherrscht oder sonst was. Und dann Genau. muss ich immer so viel Infrastruktur vorhalten, um die komplette Lastspitze abfangen zu können. Und innerhalb Ja. des Clusters weiß ich, okay, die eine Anwendung hat montags eine Lastspitze, die andere vielleicht freitags, dann kann ich die Cluster-Ressourcen so verwenden, dass die beiden Anwendungen zugutekommen. Ja. Du wolltest noch über GitOps und DevSecOps sprechen. Ach Genau. so, ja. Das sind, ich sag mal, ein paar Neuerungen oder Erweiterungen dieses DevOps-Paradigmas. Was DevSecOps bedeutet, dass man, also Security ist ein ganz wichtiges Thema, gerade im Enterprise-Kontext. Meistens ist es aber so, dass die Anwendung deployed wird und von außen
Penetration-Testing betrieben wird, um Schwachstellen zu finden. Das heißt, wenn man mal sich so eine Continuous Integration, Continuous Development Kette anguckt, die von links nach rechts wandert. Links ist im Prinzip der Code, der wird im nächsten Schritt gebaut, der wird im nächsten Schritt getestet und irgendwann geht es in die Produktion, läuft also von links nach rechts. Und DevSecOps bedeutet, dass man versucht, Security schon ganz weit links in der Kette zu integrieren, sodass du bei jedem Schritt Security-Checks hast. Bedeutet, als Beispiel, du kannst Tools einbinden in diese Pipeline, die statische Code-Analyse betreiben, die also quasi dein, ich sag mal, Java-Code, ich bin Java-Entwickler, deswegen nehme ich Java-Beispiele, dein Code analysieren, auf Patterns untersuchen, die zum Beispiel auf SQL-Injection hindeuten könnten oder potenzielle XSS-Attacks ermöglichen könnten und so weiter. Und dann kriegst du so ein Scoring, der die, ich sag mal, wichtigsten Threats, Drogen, also ja. Attacken, Bedrohungen klassifiziert und sagt, okay, hier ist ein Score grün oder rot, da sollst du nochmal ran. Damit fängt es an, bis hin zu, wenn du Docker-Images gebaut hast, gibt es Tools, zum Beispiel von Ja, OWASP, genau. um Web Application Security, die die wichtigsten Web-Attacken durchführt auf dein Image. Der dann guckt, also der fährt dann eine Instanz hoch, führt die Attacks drauf durch und guckt, kommt er durch oder nicht. Also du kannst diese Dinge automatisieren. Da haben wir darüber gesprochen, das ist das ganze Sinn und Zweck, Automatisierung. Wenn man schon mal automatisieren kann, dann will man auch Security so gut wie möglich automatisieren. Und das ist halt Okay, DevSecOps. ja, ich kenne noch OWASP. Da gibt es auch für, wo du gerade eben beim Java über Java gesprochen hast, gibt es auch ein Maven-Plugin. Dann bindest du quasi diese OWASP-Library ein und dann guckt er beim Build oder immer wenn Maven ausgeführt ist, guckt er in der Online-Datenbank nach, verwendet deine Applikation bekannte oder haben die Versions die Versionen, die du benutzt von deinen Abhängigkeiten, haben die bekannte Schwachstellen oder Sicherheitslücken, dann musst du die Version upgraden. Also du benutzt, sagen wir mal, eine FTP-Server-Bibliothek in deiner Anwendung und da wird jetzt eine Sicherheitslücke erkannt in der Version 2.0, die du verwendest. Dann sagt dir das Tool, ich baue das nicht. Du musst Version 2.1 benutzen für den FTP-Server, damit ich dir das durchgehen lasse, weil sonst baust du eine Version mit einer Sicherheitslücke. Ja. Also nicht nur Sicherheit, sondern auch Compliance. Also vielleicht darfst du, weil du in einem bestimmten Land bist, bestimmte Versionen einer Library. Und man denke an Ah, okay. Crypto-Libraries, die vielleicht nicht irgendwo hindeployed werden dürfen oder rausgegeben werden dürfen. Und die Software checkt, was du da gerade einsetzt. Ist diese Library, die Version, die du einsetzt, compliant zu deinen Unternehmenspolicies und schlägt dann Alarm und führt darüber Buch und Auditing und so weiter. Also das spielt im Unternehmenskontext, gerade Unternehmen, die international operieren, eine Ja, sehr stimmt, wichtige daran habe Rolle. ich gar nicht gedacht, dass ja gewisse Codecs oder so nicht überall verwendet werden können. Zum Ja. Beispiel, genau. Und das andere Thema, das GitOps, das sagt lediglich aus, dass Git, also im Prinzip dein Versionskontrollsystem, dein Source of Truth ist. Das heißt, dort steht, wie ein Server auszusehen hat. Und dort steht, für welche Umgebung du welche Version der Software deployed haben willst. Und sobald Änderungen in Git passieren, reagiert das System, also das Kubernetes-Cluster da drauf und führt Dinge aus. Als Beispiel, wenn du ein Branch mit einem bestimmten Tag versiehst, zum Beispiel Produktion oder Staging, dann wird das System aktiv, deployt diese Version mit diesem Tag genau in diese Umgebung, damit du das testen kannst. Und GitOps, weil halt die Quelle Okay, halt das Git heißt, ist. der Entwickler würde jetzt, der sagt, oh, ich habe lokal getestet, es funktioniert soweit, ich würde es auf dem Testsystem haben wollen, dann mergt er seinen Branch oder nach dem Code Review mergt der Verantwortliche den Branch auf den Testing Branch und dann würde automatisch, würden die Events getriggert, die notwendig sind, um diese neue Version auf der Testinfrastruktur bereitzustellen. Und Genau, also Teil des, zum Beispiel, als ich vorhin erwähnte, Pull-Request, dass auf einem bestimmten Pull-Request eine Version gebaut wird und im Kubernetes, das zählt halt mit zu GitOps. Wenn man diese Richtlinien hat, mit denen man arbeitet, betreibt man schon okay, GitOps. das ist auch sehr interessant und auch sehr nützlich aus Entwicklungsperspektive, dass man da den Workflow ein bisschen abkürzen kann. Ja. Ja. Definitiv. Ja, super. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen, Ja. Marzia.
Wie gesagt, wenn Gerne. unsere Zuhörer Fragen haben, dann können Sie gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de senden. Wenn der Podcast gefallen hat, dann gerne abonnieren und gerne eine Bewertung abgeben. Das hilft uns immer sehr, um den weiter zu verbessern. Und eine weitere Informationsquelle für technische Informationen ist der Skillbyte-Blog. Also einfach auf www.skillbyte.de nachsehen. Da gibt es oben in dem Menü den Punkt Blog oder skillbyte.de/blog. Kann man auch direkt eingeben. Und da haben wir auch sehr viele Informationen zu dem Thema. Ja, vielen Dank. Wunderbar, hat mich sehr gefreut. Wunderbar, Marcia. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.